Herzlich willkommen zum nächsten CSGO-Cast und damit auch ein herzliches Willkommen zum nächsten Spiel aus der ESEA Open mit mir. Mein Name ist Daniel. Wir schauen uns das Spiel zwischen Devilskull, wie könnte es auch anders sein, und Exilium Esports, fünf netten Spielern aus Großbritannien an. Wir sind bereits kurz davor, dass diese Knife-Runde hier startet und wie eben vielleicht die ganz aufmerksamen Zuschauer werden es gemerkt haben. Vielleicht gemerkt habt, war nicht alles optimal vorbereitet. Aber das ist bei uns auch nicht ganz so wichtig wie bei den Spielern. Solange die vorbereitet sind, können die in die Knife-Runde gehen. Auf Overpass soll das Ganze heute stattfinden. In letzter Zeit dann doch etwas häufiger gesehen. Zuletzt auch stark von Devilskull. Ich kann da einmal ganz kurz auf die Tabelle hier schauen. Eben nämlich die falsche. Und zwar dauert das einen kleinen Moment. Während ich sagen kann, die Knife-Runde läuft bereits. Auch heute müssen wir leider auf unseren Co-Caster Felix hier verzichten. Schade an der Stelle, aber er hat noch seinen wohlverdienten Geburtstagsurlaub. Von daher noch einmal nette Grüße. Vielleicht schaut er sogar zu. So, wir haben hier nämlich Devilskull, die das letzte Spiel deutlich auf Cash hergeben mussten, hier gegen die Finnen. Das war aber auch ein etwas größeres Kaliber, wenn wir uns den Exilium Esports einmal anschauen. Ja, abwechselnd, aber eher winlastig. Also schon gut dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Das Match ist live, das heißt, dann geht es für euch, für mich, für uns ab ins Game. Die CT-Seite wird von Exilium Esports gespielt. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten machen wir uns auf in den Kampf. Und schauen, welcher Spot angespielt wird. Sieht stark nach dem A-Spot aus. Ein Spieler hat sich unten durchgewagt durch den Underpass. Der Spieler wird gejagt, der ist bekannt. Powerkill geht rum. Sehr schöner Headshot in den letzten Pistolrunden. Konnte er damit brillieren. Und der Autoswitch bringt uns an eine Stelle, die ich erst haten wollte. Aber sie beweist Pete hier mit dem Fracking Dudleys. Oh, aber fatal. Ringt Powerkill nieder. So, der nächste Spieler bekannt und Chris kriegt ihn. Und auch den hat er low geschossen. Das ist ein riesiger Vorteil jetzt hier. Jetzt kriegt er ihn aber selbst nicht down. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Journey und Varian machen hier die Runde knapp. 2 gegen 2, aber sind die letzten beiden schon bekannt. So, die anderen werden auf jeden Fall gehört. Der Burlip Dude, das war ein Easy Frag, weil der Spieler low war. Varian hat 100 HP, aber hat es jetzt mit 2 Leuten zu tun. Er weiß, glaube ich, wo beide sind, ja. Spätestens jetzt muss es ja letztendlich versuchen, da durchzuziehen. Pete macht die Runde dicht. Das ist die Eröffnungsrunde auf der T-Seite für Devilskull. Und obwohl die T-Runde zuletzt gut lief für Devilskull, würde ich einfach mal behaupten, auf Overpass nimmt man grundsätzlich jede T-Runde mit, die man bekommen kann. Aber das gilt, egal auf welcher Seite man ist, natürlich für
alle Mannschaften auf egal welcher Seite. Auf jeden Fall, schöne Eröffnungsrunde von Devil's Skull. Konnte man sich gut anschauen. So losgelegt, wie zuletzt in der 99 Damage Liga aufgehört. Und zwar mit Teamspiel, mit Aiming. Seht ihr, da fällt mir auf, dass ich noch ein zweites Mal nicht vorbereitet bin. Bestimmt steht im Streamtitel auch noch die 99 Damage Liga. Halb so wild. Wir befinden uns in der sehr open. Das sei euch gesagt. Sowohl den Leuten im Stream als auch den Leuten im Re-Upload dann auf dem Kanal Didi der Denker. Da steht dann der Titel natürlich. Also was heißt natürlich? Hoffentlich. In der richtigen Form. Nein, da gehe ich ganz stark von aus, dass ich es dort richtig machen werde. Das hat heute ein paar hektische Hintergründe. Von daher möchte ich den Fokus nicht allzu sehr auf mich jetzt richten. Wir sehen das Spiel und wir sehen Powerkill mit dem zweiten Frag Pete derweil mit dem nächsten. Und dann sieht die Pflichtrunde auch nach einer Pflichtrunde aus. Schauen wir mal da oben. Wrinkles und Fatal, die sind dort noch auf Arschort und in den Toilets unterwegs. Oder in den Restrooms, wie ja, glaube ich, der offizielle Callout ist. Wir können es ja auch lieblich als Scheißhaus taufen. Na Chris, einer bekannt. Der zweite auch. Das heißt, die Spieler können jetzt normalerweise abgefarmt werden. Teddy Smoke kam von den eigenen Leuten. Der Molly umso besser und Powerkill mit dem nächsten Spray. Mindestens der dritte von ihm in dieser Runde. Ja, der dritte. Einen hatte Pete wahrscheinlich im Wasser. Und Mr. Wrinkles kriegt das Kreuzfeuer ab, hüpft sogar durch. Wurde er dabei gehört? Ich weiß es nicht. Jetzt wurde er gesehen und ringt Powerkill noch nieder. Pete kann sich rächen. Letztendlich trotzdem eine sehr ökonomisch wertvolle Runde hier für Devil's Skull. Und schauen wir doch jetzt nochmal verspätet auf das Team von den Briten von Exilium Esports mit Journey, Wrinkles, Doodleys, Varian und Fatal. Ich könnte es auch dramatisch aussprechen, wobei das dann eher in die fremdschämende Richtung geht mit FFF Fatal. Deswegen lasse ich das ab jetzt. So, da war man sich mit der Bombe wohl noch nicht ganz klar, wo die Reise hingeht. Schnell nach B. Gegner haben schon gekauft. Dude mit dem schönen Trade war auch wichtig an der Stelle. Nächster Spieler bekannt. Zusammen mit dem Burlip-Dude hat Chris das hingekriegt. Oh, den hat er gespottet. Am oberen Rand der Smoke und der Burlip-Dude. Wallbang, Headshot durch die Holzwand. So möchte man das sehen. Und bereits gegen eine Waffenrunde. Gegen die Orb, gegen die M4. Und das ist jetzt doch schwer abzugeben. Sollte auch bekannt sein eigentlich, dass die Gegner gekauft hatten. Die Orb hat sich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Es ist noch nicht bekannt, wie intensiv dieser Buy war. Einfach dem geschuldet, dass die Runde dann doch recht schnell war. Und man gar nicht viel Zeit zum Abtasten hatte. Vor allem der Burlip-Dude hier von 0 auf 100. Zuletzt haben wir ihn mit einem Starten... Mit einem etwas langsameren Start gesehen, dafür einen umso furioseren Finish. Aber davor die Runden konstant gefragt, vor allem mit der Orb, schöne Flicks gehabt. Und wie man sieht, es läuft auch mit der AK. Schön auch die Statistiken dort zu sehen bei den Briten. Jeder hat einen Kill. Sieht man eigentlich auch hier der Coach, genau, Team Mentor. Triple D als Coach mit dabei, heute auch offiziell hier auf dem Server. Ja, jetzt schon mehrere Spiele lang angekündigt. Die Bombe wird wieder schön versteckt. Oh. Ne, doch nicht. Da habe ich erst was gesehen, was gar nicht stattfand. Gegenseitig rausgeflasht, nicht zu aggressiv dort gespielt, weil dort auch, gerade weil es die Pros in letzter Zeit oft machen, gerne in den Brunnenbereich eine sehr, offensive Aggression gespielt wird. Es ist natürlich jetzt eine Wortdopplung, wenn man es so sieht, aber nehmt es mir nicht übel. Ich meine natürlich eine stinknormale Aggression, denn die ist natürlich offensiv. So, Gepetto. Die ersten HP-Punkte abgezogen, die Granate. Die beiden Granaten gehen dann ins Nichts. Der Gedanke gut, aber die Briten haben sich dort bereits zurückgezogen. So, Gepetto. Auf der Gegenseite haben wir hier Journey. Mit dem versuchten Wallbang, da kommt die Schüsse auch zurück von Gepetto. Beliebter Spot für den Wallbang dort durch die Plan, durch die Spanplanke. So, und jetzt über alle Schnittstellen auf nach A. Was heißt über alle? Long Restrooms in Short. Montag, Ruhetag, da sehen wir es.
Was haben wir heute? Samstag. Also, ran an Speck. Übrigens nur eine Orb und eine M4 bei Extreme Esports. Die wurden in der Runde davor natürlich gesaved. Interessant. Dementsprechend halt nur, dass drumherum nichts gekauft wurde. Aber wenn man sich das Geld anguckt, vollkommen richtig. Und der Build-Up tut mit dem nächsten Wall. Bang am Truck der Spieler. Der hat noch zwei niedergerungen, aber Spieler ist bekannt. Bombe liegt im Smoke. Kann sie auch geholt werden. Ja, das macht man auch. Oh, der Spieler, wird der nicht gesehen beim Planten? Okay. Glücklich, dass der noch durchgeht. Und Gepetto kriegt dafür den nächsten Frag. Kann noch die Backside von A nachsmoken. Aber in dem Moment war der Spieler eigentlich schon fast draußen. Ist es bekannt, dass er schon am Truck steht? Ich weiß es nicht. Schon wieder der Afterplant, dass man zu zweit hier die Restrooms und Short verteidigt. Der zweite Spieler ist nicht bekannt. Da sieht man daran, dass Powerkill eben kurz noch nach hinten geguckt hat. Oh, der Spieler ist bereits da vorne. Powerkill kann den ersten Frag holen. Der Diffuse geht noch nicht durch. Oh, und der rennt aber ganz panisch dorthin. Denn es war nicht bekannt, ob er durchzieht oder nicht. Das ist natürlich das Interessante an so einem Fake. Powerkill macht die Runde auf jeden Fall dicht. War letztendlich doch knapper, als ich es erst erwartet hätte. Aber der nächste bei Exilium Esports. 4:0 für Devil Skull auf der T-Seite. Das sieht bisher außerordentlich gut aus. In der Zwischenzeit mal schauen, ob wir eine langsamere Runde erwischen. Öffne ich mir hier nebenbei mal ganz kurz den Chat. Denn dadurch, dass Felix nicht dabei ist, fehlt mir natürlich auch der, der hier den Chat so schön im Auge hat. Derweil hier fatal mit einem fatalen Double Kill, Power Kill und Chris fallen. Blöde Dude, da ist der Flick, den ich angesprochen habe. Wechselt jetzt auf die AK. Ist dadurch eher im Nahkampf unterwegs, fällt jetzt aber gegen Varian. Da sitzt der Spray. Bereits in der Smoke. Der Spieler ist bekannt und Varian auch den durch die Smoke geholt. Also das ist jetzt eine außerordentlich gute Runde für Exilium Esports. Zwei Arkas gesaved, die Op und der M4 gesaved, glaube ich. Nur Fatal muss nachkaufen. Starke Sache an der Stelle. Ach natürlich, hier steht jetzt willkommen im Chat. Dann sehe ich die Historie nicht. Gucke ich mir das natürlich sofort nach dem Spiel an. Das mache ich tatsächlich. Oh, wer dabbt denn da im Chat? Also Leute, bitte. Darf ich euch bitten? Habt ihr das nicht gesehen auf dem Major? Wie dort jemand gedabbt hat und die ganze Halle ihn ausgebuht hat? Es sei euch eine Lehre. Ist so, genau. Nee. Okay, dann habe ich wenigstens den Chat ab jetzt im Blick. Das andere das lese ich mir nachher dann nochmal durch. Das habe ich die letzten Male dann auch gemacht, als ich Felix hier nicht hatte. Auf jeden Fall interessant. Green Kills mit dem nächsten Frag gegen den Burlip-Dude. Es ist natürlich erst eine Runde und die zweite am Stück läuft, aber es scheint so vom Gefühl her, als wäre hier Exilium Esports auf einem besseren Weg unterwegs, auf einem Weg der Besserung und würde jetzt hier langsam so richtig ins Spiel kommen. Eben der Frag auf Long war übrigens easy und jetzt zu dritt auf den B-Spot. Oh, der Frag sitzt nicht, dafür Doodlies. Mit dem Frag, Gepetto kommt unten noch zu einem Kill, aber das reicht noch lange nicht, um dort durchzugehen. Zwei Spieler, einer davon Low HP. Nur noch 19 Sekunden, die Spieler wissen Bescheid, Powerkill. Wenigstens noch mit einem Kill. Ist jetzt halt entscheidend. Und damit auch die zweite Runde auf dem Scoreboard für Exilium Esports. Na gut, wenn ihr euch im Chat versteht, dann halte ich mich da raus. Ich wurde ja tatsächlich im letzten Stream kritisiert, dass ich den Chat nicht im Auge hatte. Ja, wir verbessern uns natürlich stetig und deswegen mache ich das heute. Bin nicht davon ausgegangen, dass so tatsächlich Leute hier interaktiv dran teilnehmen. So, die ersten Fracks, die sitzen hier. Alles ganz schnell abgefrühstückt von Exilium Esports, damit das 3:4... War natürlich auch eine Pflichtrunde hier gegen die Echo, muss man ja mal dazu sagen.
Nun gut, immer noch zwei AKs gesaved dort bei Exilium Esports. Das Geld deswegen auch schon wieder ein bisschen höher. Eine Orb noch mit am Start. Und bei Devil Skull neben vier AKs eine AUG. Wieder sehr defensiv, da kam sogar der Shot. Das gefällt mir jetzt. Sehr defensiv im Underpass, sehr defensiv erst aus dem Spawn dort rausgegangen in den Spielplatz- und Brunnenbereich. Ein Spieler natürlich auch wieder vor dem B-Spot abgestellt, der das dort im Auge hat. Und das wäre natürlich jetzt eine ziemlich wichtige Runde, denn wenn Devil Skull die verliert, ohne die Bombe zu planten, dann kann das ganz locker der Rückstand in der übernächsten Runde sein, wenn wir davon ausgehen, dass das hier das Unentschieden wird. Wenn Devil Skull dagegen jetzt diese Runde gewinnt, halten sie nicht nur das Geld des Gegners klein, sondern bauen halt auch ihre Führung aus, was letztendlich entscheidend sein kann, denn jede Runde kann am Ende entscheidend sein auf dieser Map hier. Das ist eine private Unterhaltung. Oh, oh, oh. Moment. Ich habe aber nicht erkannt, dass du hier einen Aluhut auf hast. Da kommt wieder der Molly auf Short. Der Spieler hinter der Säule gesichtet. Das ist eine schöne Flash von Exilium Esports, den Mate dort rausgeflasht. Die Gegner waren weiß. Oh, Powerkill Frist. Dort den Headshot. Und auch der Spieler ist geflasht. Kein Zugriff gerade für Devil Skull. Powerkill mit einem Double Kill. Und der Bullet Dude, der weiß, wo der nächste Spieler ist. Holt sich die Bombe. Oh, die Granate, die hätte ziemlich hart sitzen können. Und die Smokes, die verziehen sich. Der Bullet Dude, den stört das nicht. Der mit dem Frag. Powerkill mit dem Frag. Und auf einmal ist die Runde mehr als nur machbar. 21 HP hat Wrinkles an der Orb. Gegen Powerkill und den Bullet Dude. So, schauen wir Wrinkles zu. Der versucht hier den Wallbang. Trifft ihn nicht und sehr defensiv, sehr schlau gespielt jetzt hier auch vom Powerkill, der sich dort zurückzieht. Bullet Dude ist immer noch auf der Höhe. Nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Crosshair. Der nächste Headshot 5:3 und das ist genau die Runde, die ich angesprochen habe. Eine wichtige Runde. Trotzdem der Kauf bei Exilium Esports, auch das war zu erwarten. Sie hatten noch genug Geld, deswegen auch diese Runde wieder entscheidend. Gewinnt der Wesker jetzt, droht die nächste Echo bei Exilium Esports und damit eine noch höhere Führung für der Wesker. All das kann passieren, all das muss nicht passieren. Zum Beispiel, wenn die Briten entgegen meiner Prognose eben oder meiner Möglichkeit eben diese Runde holt und da hatten wir es nicht so defensiv gespielt in der Vorrunde. Wrinkles hier mit einem schönen Flick mit der Orb. Erster Frag der Runde. Ja, natürlich auch ein herzliches Hallo an die Stammzuschauer hier. Schöner Frag von Burlip. Du kriegst auch den zweiten. Er hat den Molly unter sich vor, aber holt den Frag. Oh, der sollte gelöscht werden, aber ich glaube, da lagen zwei Mollys. Deswegen verbrennt der Burlip Dude noch, denn ich habe das Geräusch des Löschens gehört. Ach, wahrscheinlich. Ja, oder wurde dann noch ein Molly in die Smoke. Da war doch eine Smoke auf dem Molly. Oder er ist trotzdem noch verbrannt. Das muss man sich am besten am Ende nochmal angucken. Das ging ja zu schnell. Hauptsache ist jetzt erstmal aus der Sicht von Devil Skull. Die Bombe ist geplantet. Die anderen beiden Spieler, Fatal und Wrinkles, ziehen sich schon so halb zurück. Aus Wrinkles Position ist das einfach. Da kann man nochmal schön die Exit-Frags mitnehmen. Aber ansonsten ist das hier ein klares 6:3 für Devil Skull nach dieser Runde. Es kommt nur darauf an, wie viele Spieler man noch durchbringt und wie viele man vielleicht vom Gegner noch eliminieren kann. Denn wieder die Orb hier bei einem Spieler, der es helfen kann. Wieder eine gesavte Orb, möchte ich damit natürlich sagen. Und eine M4. Bin ich gespannt, ob man da mit dem vielen Geld von Varian jetzt sogar bei den Briten nachkauft. Aber ich behaupte einfach mal, das wird so eine Runde, wie wir sie in der dritten oder vierten gesehen haben, dass sie nicht kaufen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Jetzt wird geforst. Vorhin haben sie es nicht gemacht. Varian mit seinem Überschuss kauft zwei M4s, zwei Farmers und eine AWP ist rausgesprungen. Ist jetzt nicht das Schlechteste. Bisschen Equipment fehlt auch, also das ist jetzt keine bei, wie man ihn gerne hätte. Aber Devil Skull erkennt das mehr oder weniger. Das finde ich jetzt cool. Super schnell durchgegangen. Oh, aber der erste Spieler, der zweite Spieler fällt. Und jetzt müssen halt die Trades sitzen. Powerkill verspätet. Und auch Chris mit 10 HP kriegt den. So, der Plant geht durch. 2 gegen 2, aber beide Spieler low. Zusammen 22 HP. Da kommen die Mollys. Der ist direkt in die Smoke gefallen. Und da fallen direkt beide Spieler. Die waren sehr low. Das
waren am Ende klar, jetzt können die Waffen wieder gesaved werden. Ich fand das eigentlich eine ziemlich interessante Taktik. Zu fünf da unten raus, da war noch kein Molly da. Der Molly wurde immer erst geworfen, wenn was gesehen wurde. Sofort auf dem Spot gewesen, aber dann saßen halt die Frags bei Extreme Esports, die sich durch diese Runde jetzt die Doppel-Orb leisten können. Auch das ein nicht irrelevanter Nebeneffekt. Go Chris haben wir da im Chat. War auf jeden Fall ein guter Call, den er da rausgehauen hat. Nur das Aiming seiner Spieler hat an der Stelle gerade nicht gesessen. Wobei, das möchte ich gar nicht mal so sagen. Die Gegner waren halt gerade in der Runde einfach besser. Und da ist Rinkles mit der Orb. Der Trade von Powerkill, der nächste Spieler bekannt. Oh, aber im Restroom nicht und er macht sogar einen Double Kill. Schöner Frag durch die Smoke war natürlich angesagt, dafür der zweite. So, der nächste auch von Devil's Callister. Das geht hier hin und her, der Bullet Dude. Bei den Frags, die er gerade schon hat, 12 an der Zahl, traue ich ihm das zu, dass er auch noch die zwei letzten wegklatscht. Gute Runde gerade zusammen mit Powerkill, vor allem von ihm, wenn man nur auf die Frags guckt. Wie ich im letzten Cast schon sagte, ist es oft wie im Fußball. Die Stürmer kriegen mehr Lob ab, weil die natürlich im Fokus sind, wenn sie treffen. Aber die Verteidiger kriegen nicht so viel Lob oder nicht den Fokus ab, den man sich vielleicht wünschen würde. Und so hat der Burlip Dude hier auch zusammen mit Powerkill oder immer, wer auch immer gerade die gute Runde hat, ist der Stürmer, der steht natürlich im Fokus. Oder wer auch eine gute Map hat, der steht im Fokus, der steht oben auf dem Scoreboard, ja. Aber das Ganze geht natürlich nur auf Grundlage des restlichen Teams, was im Fußball dann die Verteidigung wäre. Fand ich letztes Mal schon einen guten Vergleich. Deswegen ziehe ich ihn noch jetzt wieder. Und er wird hier zu zweit erwartet auf dem Spot. Das wird natürlich sehr, sehr schwer. Wenn er erstmal bekannt ist, kann er easy getradet werden. Dazu kommt es nicht einmal mehr. Eine M4 und eine AWP werden durchgebracht. Ne, eine AK sogar. Bei den Briten. Damit Möglichkeit auf den Ausgleich. Da ist auch die Echo. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass es gleich 6-6 steht. Aber aus der Sicht von Devil Skull ist dieses 6-6 jetzt besser, dass es jetzt erst unentschieden steht, als hätten sie es vor ein paar Runden gehabt. Und dann steht es auf einmal 4-4, diese Runde, die sie dann halt zum 5-3 gewonnen haben. Wäre das ein 4-4 geworden, hätte Exilium Esports da schon den Vorsprung ausbauen können. Dann setzt doch wieder dieser mentale Aspekt ein und dann kann das alles ganz anders aussehen. Jetzt haben wir den Fall, selbst 6 Runden sind auf der T-Seite, denke ich, okay. Ich traue Devil Skull aber auf jeden Fall zu, dass man mindestens noch eine 7. holt. So, da hat man den ersten, kriegt man den zweiten und jetzt hat man schon 2 Waffen. Da kommen natürlich jetzt die Wallbangs. Einer wird sogar geholt, Powerkill fällt dadurch. Aber eine M4 und eine Orb konnten hier gesichert werden. Gepetto, low. Aber der böse Dude, der sieht ihn, verpasst ihn leicht. Geht jetzt hoch, unhit, nur noch 21 HP. Das ist angesagt, und die hockt zu dritt da drin. Da kann man aus der Sicht von Devil Skull nur hoffen, dass da nicht noch jemand HE hat. Und was für ein Unhit auch durch die Holzplanken wieder. Piet nur noch auf 4 HP, Gepetto auf 8 HP. Die können zusammenlegen und sterben trotzdem relativ schnell. Aber lieber wenig HP als keine HP. Denn auch mit wenig HP kann man schießen. Die alte CSGO-Weisheit. Solange man nicht gesehen wird und keine Schüsse kassiert, kann man halt immer noch nach Belieben austeilen. Und die versuchen schon wieder den Bang. Und da stirbt sogar einer, der nicht mal low war. Das ist schön antizipiert und sogar auf den Kopf geschossen. Pete und Gepetto mit 4 und 8 HP. Keiner der beiden ist eben gerade durch den Wallbang gestorben. Was für eine Ironie. Ironie des Schicksals nennt man sowas. Pete Press steht hier vor, kann natürlich schnell fallen, da liegt es an seinen Teammates hier. Die Reflexion und ich hab's gesagt, oh, ich hab's doch nicht gesagt. Da fällt auch der letzte, ich hab's gesagt, auch mit 4 HP kann man einen Gegner töten und es sah so gut aus, er hat so viel Schaden ausgeteilt. Doch dann, Exilium Esports mit dem nötigen Aim die Runde zugemacht, 6-6, trotzdem eine gute Runde. Haben Exilium Esports die nicht geschenkt. Dadurch Exilium Esports auch nicht mit dem Gefühl, dass sie die hier gerade easy geholt haben. Können sich natürlich nachkaufen. Auch Devil Skull jetzt mit dem bei, aber keiner hat so richtig den Geldpuffer. Das heißt, derjenige, der jetzt verliert, hat in der nächsten Runde vermeintlich ein paar Schwierigkeiten. Der Molly sofort gelöscht und ab ins Wasser. Oh, zu zweit hitten sie ihn da durch. Gepetto kriegt dann am Ende sogar den Kill. Chris musste Half-Life einstecken. Aus der Karstadt-Spielabteilung natürlich, hahaha.
Auf jeden Fall der öffnende Frack hier. Oh, hat er ihn gesehen? Den Schuss, der ist ihm auf jeden Fall an den Ohren vorbeigeflogen. Da hat er ein zweites Ohrloch. Vielleicht auch sein erstes. Ich möchte da nicht über die Oberflächlichkeit, über das Aussehen der Spieler urteilen. Kann ich auch gar nicht. Oh, der Spieler bekannt und gerade so noch geholt. Zwei Spieler, Chris und Powerkill, mussten jetzt schon ein bisschen was einstecken, aber dafür zwei Spieler des Gegners gefallen. So, hier wird es jetzt interessant. Doodlies steht quasi an der Gegenseite von Geppetto, der da gerade die Wallwings raushaut. Jetzt kommt der Molly rübergeflogen und die HE auf Short. Na, da war aber noch keiner. Jetzt auf Long sind die Spieler raus durch die Kanäle. Sind bekannt. Der Plant sollte durchgehen. Powerkill killt auch den Spieler, der das noch hätte verhindern können. Aus der Sicht von der Viscal. Ein sehr, sehr wichtiger Frag. Short wird abgeschaut, auch in Richtung Monster, aber da ist gar keiner mehr. Weiß man, dass hinten in der Ecke einer ist? Ja, hier spät ist es jetzt, wo Geppetto gefallen ist. Build-up Dude erleichtert aber Devil Skull das Spiel. Sie müssen sich nur noch auf ein Target fokussieren. Das wird von Chris niedergerungen. Wären das jetzt zwei gewesen, dann muss man wieder das Fenster im Auge behalten. Dann muss man wieder aufpassen, wenn man vorgeht. Kann ich dann von hinten geholt werden und, ihr kennt es. Deswegen schlauer Schachzug an dieser Stelle. Und da ist schon die siebte Runde für Devil Skull. Schneller als erwartet. Und wer weiß, auf Overpass, auf der T-Hälfte hier, auch noch die Hälfte gewinnen, das hätte was. Angenommen, wie ich das so gerne so oft mache, dann kommen auch noch die Pistolrunden dazu. Dann sieht das schon gut aus, aber hier von Doodlies, da sitzt dieser Spray, schöner Double Kill. Und das sah jetzt hier schon fast aus wie eine Echo, so schnell wie das zu Ende ging. Drei Arkas und eine Farmers werden da gesichert. Und für die letzte Runde muss man basteln bei Devil Skull. Natürlich auch kein Traum bei Exilium Esports. Aber ist doch recht, doch ordentlich Equipment vorhanden. Sogar noch die Farmers ausgetauscht. Na also, ich denke schon ein recht annehmbarer Buy. Dagegen vier Waffen, davon drei Arkas bei Devil Skull. Bin ich gespannt. Vielleicht ein schneller Go sieht erst so aus, aber wieder den Connector-Bereich, den wollen sie oft einnehmen. Also es geht schnell vor bis ins Wasser, wo man dann diese Wallbanks setzen kann, wo man die Kontrolle darüber hat, dass dann auch die Spieler nicht schnell nach A rotieren können von den CTs. Oft wird diese Mitte hier sozusagen eingenommen. Eher der B-Short- und Wasserbereich, würde ich den jetzt nennen. Nennt man ihn, glaube ich, auch. Darüber versucht man das halt zu kontrollieren. Also man geht schnell in diese Richtung, aber sobald man dort ist, wird das Tempo rausgenommen. Und das ist ein schöner Tempowechsel. Das ist bei den Briten natürlich jetzt erstmal bekannt. Aber ändert nichts daran, dass der Viscal oft diese Kontrolle hier hat. Oh, wenn der wüsste, dass er den fast gesehen hätte. Derweil, seht ihr, die Spieler stellen sicher, dass dort von hinten keiner rumrotiert. Dass keiner durch den Connector dann die Spieler auf A-Short oder A-Lang zum Beispiel flankt. Der Bullet Dude hier mit dem ersten Track auf Lang und dadurch die Spiele jetzt halbwegs bekannt. Auch da unten geht's ab. Ah, die fallen beide. Das heißt, jetzt ist die Rotation natürlich möglich. Und auch hier über die Restrooms wird gleich der Bullet Dude von hinten geholt, wenn er sich nicht beeilt. Er wurde gesehen. Da wird noch gewartet und dann die Shots gemisst. Das gibt's ja nicht. Dadurch geht der Bombenplant durch. Also vielleicht nicht dadurch, aber für den Afterplant hat halt Devil Skull einen Spieler mehr. Und da ist der Bullet Dude schon mit einem Frack. Der hätte tot sein können. Das muss man ganz klar sagen, veraimt von den Briten. So, die Spieler bekannt. Die interessante Position hat hier rechts eigentlich Geppetto, der jetzt erst hochguckt und den Frack sogar holt. So, jetzt piekt man nicht zusammen. Der Bullet überlebt das. Geppetto auch low, aber der holt es noch. Ich glaube, der Brite dachte schon, er hätte ihn hier erfolgreich getötet. Aber 8-7 für der Viscal. Hälfte gewonnen. Schöne Map bisher, vor allem auf der T-Seite, kann man nicht anders sagen. Und ich bin gespannt, wie sie das auf der CT-Seite spielen. Man kann natürlich auch als CT da schnell in den Wasserbereich vordringen, um dort die Einnahme zu haben. Wobei das halte ich auf Overpass ehrlich gesagt für ungewöhnlich. Man muss sich natürlich auch noch auf Lang konzentrieren und kann dort dann von zu vielen Seiten eigentlich geholt werden. Die Runde hat übrigens gerade nichts zu bedeuten. Für die unerfahrenen Zuschauer. Ist auch die Vorbereitung auf die zweite Hälfte quasi. Was sagt denn der Chat dazu? Ich habe hier seit einigen Minuten immer noch die gleiche Nachricht als letzte Nachricht angezeigt.
seid doch bestimmt bisher nicht unzufrieden, oder? Sagen wir es mal so. Ob ihr dann noch zufrieden sein werdet, das, das sehen wir dann noch, wie sich die zweite Hälfte hier gleich entwickelt. 72, das sage ich auch immer. 72% Zufriedenheitsgrad, damit würde ich übereinstimmen. Hype, hype, hype. Wenigstens schreibst du nicht hyper, hyper. Nun gut, sollte dann gleich auch soweit sein, dass wir die zweite Hälfte hier starten können. Nee, ich gehe aber, um nochmal auf diese Mitte-Geschichte einzugehen, davon aus, dass diese Mitte nicht von Devil Skull eingenommen wird. Sie werden Short einfach, so wie ich es bisher gewohnt bin, recht defensiv verteidigen. Wenn es dann losgeht, HEs, Mollys, alles, was das Herz begehrt, zu nutzen. Und, ja, die Briten werden mich nicht verstehen, ich kann es ja mal spoilern. In letzter Zeit haben sie es halt auf dem A-Spot super gerne gespielt, dass sie zu zweit sehr aggressiv vorgehen. Sie spielen die Aggression in Richtung dieses Brunnenbereiches, versuchen dort den Frag zu holen. Und wenn sie ihn kriegen, ziehen sie sich sofort zu zweit zurück. Weil in der Zeit haben sie keinen auf Long. Sie machen wirklich zu zweit dieses Spiel auf den Brunnen, damit sie zur Not, falls einer fällt, halt auch wenigstens den Trade kriegen. Oder, wer weiß, wenn da zwei, drei Leute kommen, sogar zwei, drei Leute wegholen. Ja, aber wenn dem nicht so ist oder wenn man auch keinen sieht, dann wird sich halt zurückgezogen. Und entweder kann man dann alleine den A-Spot halten und einer rotiert auf B von den beiden, die dort vorgeprescht sind, oder so wie sie es meistens gemacht haben. Einer kümmert sich um Short, einer kümmert sich um Lang. So, und während ich das jetzt hier überprüft habe, gehen hier auch ein paar Valentinstagsgrüße schon an den Burlap-Dude raus. Im Chat. Jetzt bin ich gespannt. Burlap-Dude und Powerkill mit einer ordentlichen Hälfte. Wie gesagt, wenn man sich nur die Frags anschaut. Und was sehen wir hier? Ein Spieler bei A. Ja, der hat ein paar gesehen. Ne, waren das wieder zwei? Ne, unten wird sich geboostet auf B. Das war tatsächlich nur einer, der hat Spieler gesehen. Und es kommt aber auch nur einer rüber. Dem Braten wird noch so richtig getraut. Noch nicht so richtig getraut bei Devil Skull. Trotzdem noch drei Spieler dort bei B unterwegs. Oder habe ich was verpasst? Die stehen aufeinander, ne? Ich sehe die eine Nummer noch nicht. Die boosten sich bestimmt gerade irgendwo. Aber da geht's schon los. Oh, der erste Frag sitzt nicht. Dudleys und Journey mit den Kills gegen die A-Spieler. Damit geht die Bombe down. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss schon einiges her, damit Devil Skull diese Runde hier gewinnt. Ansonsten steht hier ganz, ganz schnell das 8:8 auf der Uhr. Und ich möchte nicht demotivierend wirken, aber das ist aktuell das wahrscheinlichste Ereignis, was hier in den nächsten Sekunden eintreffen wird. Eintreten wird. Erster Spieler bekannt. Und auch fast down mit einem AP. Die werden jetzt auch von der Seite geholt. Das ist eine easy Runde dann am Ende für Exilium. Nur ein Spieler musste fallen, das in der Pisse-Runde, aber halb so wild, behaupte ich mal. Die ersten AKs werden gekauft bei Devil Skull aufgrund des neuen Finanzsystems. Wird wahrscheinlich eine Full-Eco gemacht und danach dann richtig losgelegt. Wenn es also normal läuft, falls es mal normal laufen sollte, steht es gleich 9:8 für Exilium eSports. Und dann muss man bei Devil Skull wieder auf ihre Stärke auf der CT-Seite vertrauen. Sodass man halt jetzt die Führung hergibt. Wenn ich mich recht erinnere, das erste Mal oder das zweite Mal dann schon in dieser, auf dieser Map. Kann auch das zweite Mal sein. Ne, das erste Mal. Ne? Sie haben ja nach dem 6-6 hatten sie die siebte Runde. Dann 7-7 und dann wieder 8-7, glaube ich. Warum gucke ich nicht einfach? Weil man es nicht sieht, richtig. So, jetzt kommt die Masse. Das Gewusel denn. Oh, war das geplant? Ein geiler Flick. Nee, die liegt da oben, die war nicht geplant. Kann man aber bestimmt was mit anfangen. Oh, ist das gut. Jetzt muss der Spieler da nur noch hochgucken und auch noch die Frags holen, aber das macht er noch nicht. Der hinter ihm, der hätte schon viel früher hochgucken können. Pete mit zwei Kills, der Willem tut mit dem nächsten und auf einmal ist es machbar. 2 gegen 1. Ich rede gleich nochmal mehr über die Runde. Das war eine sehr interessante Taktik und sehr schlau gespielt, was wir da gesehen haben. Aber jetzt zu zweit. Hat er die Smoke aufgenommen? Nee, nur Flash und Molly. Ja, der Molly kann geworfen werden. Oh, der Spieler bekannt und jetzt ein 1 gegen 1. Das ist natürlich nichts. Nee, wenn der die nacheinander faced, dann ist das 2x 1 gegen 1 und das ist dann doch zu easy. Aber ich fand's super schlau von Pete gerade. Sie haben, oder auch von dem anderen Spieler, der dort mit stand. Ich weiß es nicht genau. Sie standen zu zweit hinter den Fässern
Da war einer down und Xerium hat gar nicht mehr dahin nachgeguckt, ob da überhaupt noch ein zweiter ist. Sie haben damit gerechnet, gut, der Spieler ist down, komm, wir preschen weiter vor. Ja, und dann wartet Pete ein bisschen und macht dann da den Double Kill. Vielleicht auch gut, dass er so lange gewartet hat. Ich habe ja eigentlich gedacht, naja, er kann auch früher anfangen zu schießen. Vielleicht auch Plant und so weiter zu verhindern. Hätte auch fast den dritten noch gekriegt, war eine knappe Runde. Haben ihn auf jeden Fall wehgetan, wenn es um die Wirtschaftlichkeit hier geht. Mussten fast alle nachkaufen, sogar noch eine Galil bei Exilium vorhanden. Auch ein sehr gemischter Kauf bei Devil's Kyle. Aber die Orb nicht zu verachten. Die ist immerhin in ihren Reihen. Jetzt bin ich gespannt, ob Devil's Kyle vielleicht sogar in dieser Runde den ersten Frack hier holen kann. Okay, die Seite dort ist sicher abgedeckt. Und dann schauen wir mal, der Spieler mit der Nummer 4. Genau, der guckt da auch auf B-Short und auf Lang. Der sieht auf jeden Fall, wenn da was kommt, das ist ein schlauer Boost. Genau, Gepetto muss halt nur aufpassen, ob aus dem Connector oder die Tür aufgeht. Weil sobald die Tür aufgeht, muss er da halt runter. Was er jetzt schon gemacht hat. Dann kann er nicht mehr auf Short gucken. Solange die Tür zu ist, kann man das sicherlich machen, weil man hört ja, wenn die Tür aufgeht. So, jetzt bin ich gespannt. Chris stand schon ziemlich offensiv. Da hat man sich fast gesehen. Wenn der wüsste, dass drei Leute auf der anderen Seite sind, der Wand. Bin ich gespannt. Den Braten riecht man auf jeden Fall. Schon zu dritt auf A jetzt. Die HE kommt entgegen. Böllep tut mit dem ersten Flick, der wäre wichtig. Sind wir gespannt, wie es weitergeht. Über Short und über die Restrooms kommt so einiges. Pete steht immer noch auf B, aber als Einziger. Da geht's jetzt sogar hin. Das ist gar nicht schlecht. Der kann das callen, der holt den ersten, holt auch den zweiten. Nee, den holt er nicht. Rinkens refract ihn. Aber Powerkill mit einer super schnellen Rotation. Und er kann den nächsten holen. Macht er das auch? Das ist knapp, aber er kriegt es. So, der Spieler hier. Wrinkles mit dem Frag. Oh, da oben, die kriegt er auch fast. Das ist bitter. Willip, Dude verpasst den Schuss. 2 gegen 2 und jetzt sieht es doch wieder nach einer Runde. Fixe den Beastboss aus, Gepetto. Was ist das denn durch die Smoke? Er lässt nicht nach und es zahlt sich aus. So, der Spieler ist bekannt, der fällt. Und der Letzte hat auch nur noch 6 HP. Der müsste auch bekannt sein. Jetzt muss schon ein ordentliches Brett her. Das gibt es heute leider nicht. Die Galil am Ende, die ich am Ende noch am Anfang so ein bisschen schlecht geredet habe, ist am Ende die entscheidende Waffe hier. Oh, ist das bitter aus der Sicht von der Witzke. Schöne Rotation von Exilium eSports. Man hat gesehen, wie schnell das Overpass gehen kann. Man ist sofort dort unten. Schade, dass dort der B-Spieler nicht noch den zweiten kriegt. Wäre natürlich Premium gewesen. Die Runde dann schnell eröffnet. Und dann sieht man, was ein verpasster Schuss machen kann. 2 Spieler mit Low HP. Und die Runde dann schon schwierig zu holen. Ah, da sitzt bisher nur der Erste. Jetzt kommen sie von beiden Seiten. Aber die Fracks sitzen dann doch. Gepetto, schön. Wenn er sich jetzt zurückzieht, kann Pete unten nochmal den nächsten holen. Der sitzt sogar. Und wenn der jetzt sitzt, das glaube ich ja nicht, dann ist die Echo auch schon wieder zu gewinnen. Zu zweit wird er gepusht. Eine Waffe aufgenommen, 2 gegen 1. Der Spieler aber mit der Bombe auf dem B-Spot. Smoke das jetzt ab. Sicherer Plant und der geht durch. Und jetzt ist die gleiche Situation wie in den letzten beiden Runden. Wenn er die Spieler jetzt wieder einzeln sieht, so wie jetzt. Oh nein. Dann ist es zweimal ein 1 gegen 1. Jetzt geht Gepetto da raus. Das ist viel zu einfach für Exilium. Jetzt kommst du darauf an, wer sieht sie als erstes. Er könnte den Vorteil haben und er hat ihn wieder nicht. Es ist schon wieder Journey, der das 2-on-1 holt. Und ich verstehe es nicht, warum dort alleine rausgepusht wird. Das hat bestimmt seinen Grund. Die Spieler werden ihren Grund haben. Aber ich finde, man hat jetzt 3 Runden am Stück hergegeben. Immer ein 2 gegen 1 verloren. Man hatte natürlich Low HP, ja. Aber auch immer gegenseitig in den Spieler reingelaufen. Nacheinander meine ich. Nicht gegenseitig, also. Das ist dann einfach, wenn der Spieler nicht 2 Ziele auf einmal hat, sondern 2 hintereinander. Gepetto dort nicht drauf. Aber geht's da weiter? Na, die HE könnte gut sein. Oh nein. Nicht so. Also jetzt wieder eine entscheidende Runde für Devil's Kyle. Man hat die Doppel-Orb ausgepackt und jetzt muss es eigentlich soweit sein und rankommen. So, und Varian jetzt auch mit dem Frag gegen Chris. Also die T-Seiten werden von beiden Teams hier besser ausgespielt. Über A lang soll es jetzt anscheinend gehen.
Der Bullet Dude, das kann seine Paradedisziplin werden. Wenn der darauf jetzt eingestellt ist, da jemand sieht und die ersten 1 Reflex holt. Oh, hat er da schon wieder gesehen? Dann wird das schwierig für Exilium, der erste Sitz. So, er wartet jetzt auch die Spiele über Short. Das ist vollkommen richtig, aber auch über Lang. So, er kriegt sogar den zweiten. Und das ist schon mehr, als er eigentlich hätte machen können. Ah, er drückt nicht ab. Da hätte er vielleicht noch den dritten gekriegt. Ah, der nächste Frag sitzt. Das ist so einfach. Er geht auf den Truck hoch und hat den Frag. So, Powerkill. Versucht hier irgendwie zu traden. Sieht er den Spieler? Ah, das ist ganz knapp an der Grenze, dass sie sich sehen. Oh, nein. Den Molly haben sie gegen sich gegenseitig gegengeworfen. Und die Seite ist auch noch abgesmoked. Das ist ein schwieriges 2 gegen 3. Aber es wäre ein so wichtiger Klatsch. Der Spieler natürlich bekannt. Da wird geschossen. Zu hektisch, weil er da noch geflasht war. Und Gepetto entscheidet sich für den Safe. Wurde aber gehört dabei. Ha! Der dafür umso schöner. Tja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das waren einfach 3 unglückliche Runden am Stück. Oh oh, der fällt aber noch. Echt nicht? Oh, fatal, den hätte er haben können. Jetzt auf jeden Fall die Pause. 12 zu 8, normalerweise hier eine Echo oder es wird doch noch ein Force Buy. Tja, was soll man dazu sagen? Ich finde es wirklich einfach unglücklich, wie es bisher gelaufen ist. Ich kann das nur nochmal wiederholen. 3x 1 gegen 2. Weiß gar nicht, ob es richtig ist, aber ich hatte es so im Kopf. Das sieht man nicht gerne. Nicht als Coach und nicht als Ingame-Leader, aber auch nicht als aktiver Spieler. Die werden schon wissen, was da im Grunde genommen grundlegend falsch gelaufen ist. Vielleicht fehlt dir noch das Glück. Gepetto hatte ja den schönen Zweikampf dann am Ende, der mit wenigen Lebenspunkten entschieden wurde. Das ist einfach ärgerlich. Dann steht es hier 10 zu 10 und alles ist gut, aber hey. Wir sehen jetzt hier die gesavte Orb. Mit sonst einer Sparrunde. Wer weiß, vielleicht ist die Orb jetzt entscheidend. Und die 9. Runde gleich im Kasten, aber selbst wenn es 8 zu 13 steht und der Viscal dann kaufen kann, dann beginnen nochmal richtige, wichtige Kaufrunden. Und wenn sie die dann holen, dann wird das schneller spannend, als ihr oder als ich vielleicht dachte. So, das ist jetzt interessant zu sehen. Oh, sie gehen da runter. Nee, doch nicht. Ich dachte erst, das wird ein Stack. Dann ist es doch nicht so interessant zu sehen. Rinkles mit dem ersten Frag hier. Nicht allzu schwer. Und hier Arbeit für Chris und den Bullet Dude. Ah, der holt sich da erstmal die Orb. Sehr vorsichtig ist er. Hätte er gar nicht mehr sein müssen. Der Spieler hat sich zurückgezogen. Aber da weiß ich natürlich mehr als er. Diesmal kommt Chris noch in der Ecke. Sieht, dass da keiner mehr ist. Aber über Long hört er auf jeden Fall noch den Spieler, wird sogar gefragt, aber der A-Spot ist frei, dort wird gleich geplantet. Da sehen wir schon 3 Spieler drauf. Gar keiner da. Dadurch auch bei Exilium Esports bekannt, dass hier kein Default-Setup gespielt wurde, sondern dass hier über die Map gerannt wurde. Irgendwo wahrscheinlich mit einem Stack gegambelt wurde, vorgepusht wurde. Eine Mischung aus all diesem war auch der Fall. Aber das 8 zu 13 wie angekündigt. Wichtig jetzt die Orb durchzubringen. Das versucht man auf dem Spielplatz. Da passieren ja gerne mal dreckige Sachen. Und dann die nächste Runde wichtiger denn je. Wenn es hier um dieses Isia-Match geht. Oh, der Bullet tut nur mit dem Anhit, aber Pete kann noch den Frag setzen. So, auf Long, das ist absolut richtig. Denn zu gucken, und er kriegt noch nicht den Frag, aber wenigstens überlebt er. Das ist die Hauptsache. Ah, oh, der Frag wäre natürlich auch schön gewesen, aber jetzt bin ich gespannt, der Ball kommt rein und jetzt kommt die Runde, auf die ich quasi schon eben gewartet habe. Die Ballrunde. Doppel-Orb, Setup. Bei Devil's Sky, war da gerade einer im 4 zu 4? Ne, Chris hat noch keine Ball, jetzt hatte sie, okay. Alles gut. Jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt. Für Devil's Sky eine überlebenswichtige Runde hier. Und guck mal, man spielt's doch. Ich hab's in der Halbzeit gesagt. Zu zweit dort ins Wasser gegangen, hat die Connector-Kontrolle und von da aus hat dann einer eben kurz nach hinten Richtung B geguckt, aber auch nur über Short. Oh, Teamkill, was geht denn da ab? Ich habe gar nicht zugeguckt. Der ist ihm bestimmt vor die Flinte gelaufen. Das ist jetzt glücklich für Devil's Sky. 2-Mann-Vorteil. Doppelter Mann-Vorteil.
Ist jetzt natürlich ein bisschen glücklich, aber das gehört vielleicht auch mal dazu, denn bisher war auch viel Pech dabei, jedenfalls wenn man die zweite Hälfte betrachtet. So, und jetzt das Ding sicher zu Ende spielen. Oh, der Geppetto, der stand da genau richtig. Ist das unlucky? Das gibt's ja nicht, der kann dort einen Frag holen und jetzt wird er wahrscheinlich von hinten gefragt und dann steht's hier 3-3, wenn man nur noch Spielern geht, denn oben ist auch eben noch einer gefallen. So, Geppetto, der ahnt noch gar nicht, was sich dort von hinten an ihn nähert. Da ist der Spieler down, 3-3 und Bülip tut es auch noch. Low HP. Ärgerlicher konnte das gerade echt nicht laufen. Oh, aber der Bülip, Dude, der liefert ab. Der Mulli kommt rein, den wirft er zurück. Er hat den Mannvorteil hergestellt. Und da sieht man es wieder, auch mit Low HP ist noch einiges möglich. Er verzieht den Shot. Aber die Trades müssen sitzen, die erste sitzt. Die Bombe ist geplantet, der Spieler ist down. Damit kann die Bombe entschärft werden, die Waffen gesaved. Die Opfer angesagt. Doppel-Op-Setup wird direkt gesaved. Das ist gut für die Ökonomie. 9-13. So, und jetzt Anschlussrunden finden. Dann haben wir hier noch eine spannende Partie am Samstagabend. Die wir alle sehen wollten. Also, wie wär's? Doppel-Op-Setup gegen eine Orb bei den Terroristen und nach dieser Runde wird's bei denen auch mit dem Geld schon wieder knapp. Die Bombe eben natürlich noch geblendet. Das war gut, dass das der Spieler aus ihrer Sicht dort durchgebracht hat. So, und jetzt kommt auch der schnelle Go auf B, aber drei Spieler lauern darauf. Geppetto, offensiv auf Short, kriegt Unterstützung von den zwei Spielern. Die HE, die könnte Gold wert sein. Die hat gesessen. Oh, und Pete kriegt den Frag nicht auf. Geppetto fällt so. Jetzt sitzt der Frag, da sitzt der Zweite, da sitzt auch noch der Dritte. Passt mal auf. Oh, er weiß nicht, dass der Spieler schon so weit vorne ist. Aber die HE sitzt noch. Er holt die noch 2-2. Das hat man schon im Flug gesehen, dass die noch gefährlich wird, weil der Spieler low war. Das ist super stark dort von Short aus gespielt. Das ist genau das, was ich in der Halbzeit gesagt habe. Von der Mitte aus hält man den B-Spot. Über Short guckt man auf Long, man lässt sie rauskommen, aber wenn sie draußen sind, dann haben sie richtig Probleme. Doodly sieht dort den Bullet Dude und der hat nicht schnell genug reagiert. Chris jetzt mit einem One-on-Two. Jetzt dreht er den Spieß mal um, der erste Frank sitzt und jetzt ist es machbar und das sind wieder nur 23 HE, die fehlen. Es ist so eine entscheidende Runde und es ist nicht schlecht gespielt, aber am Ende reicht es nicht. Das ist doch echt ärgerlich. Da zählt für mich auch immer so ein bisschen das Glück noch mit rein. Wenn er das holt hier, dann steht es 10-13, es ist knapp. Es hätte ihm auch mehr Selbstvertrauen gegeben. Er hat in dieser Runde jetzt mit dem Frag eben nur 7 Kills. Natürlich spielt man das im Spiel, aber so ein bisschen geht ein Spieler das bestimmt auch an. Der möchte natürlich auch sehen, dass er zum Team etwas beiträgt. Und das sieht man halt meistens über das Scoreboard. Ach, das hat dann in der zweiten Hälfte jetzt doch mit viel, viel Pech zu tun. Das gibt es ja gar nicht. Erst die 3 Two-on-Ones nicht geholt. Jetzt beim One-on-Two im umgedrehten Spieß quasi die Chance gehabt, das auch zu klatschen. Und er war so nah dran. Und dann sieht er den Spieler und der Spray sitzt eigentlich und 23 HP fehlen. Das ist ärgerlich. Das ist absolut ärgerlich. Und die Spieler müssen sich jetzt beeilen, um hier wieder zum A-Spot zurückzukehren. Denn in dem Moment wird auch über Long hier fast durchgegangen. Haben die selbst abgesmoked. Was soll denn das jetzt? Das ist natürlich sehr ungewöhnlich. So, Geppetto und Chris, wissen die, was da auf sie zukommt? Nee, Pete, oh, unten mit dem ersten Frag. Aber da kommt keiner hinterher. Weiß er natürlich noch nicht. Oh, der nächste sitzt sich. Wrinkles mit einer starken Hälfte jetzt hier. Doodly's Variant, da ist jeder am Kanonenrohr. Der Spieler wird gehört. Sehr offensiv gestanden von Doodly's. Damit der Frag. Und für den Echo dachte ich, erst gut. Ersten Frag der Runde geholt. Aber dann fallen 4 am Stück von Devil Skull. Tja, das wird wohl die 15. Und damit eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für Devil Skull, das hier noch zu einem Unentschieden zu bringen. Und die Galil ist jetzt auch nicht die coolste Waffe, um die zu safen. Sagen wir es mal so. Da hört man die Spieler noch, aber das war oben auf Short. Die sind dort weggerannt. Viel Spiel überlebt bei Xtelium Esports. Die können sich einiges leisten. Auch in der Folgerunde. Also Devil Skull muss nicht nur diese, sondern natürlich auch die danach gewinnen. So, da liegen da die Waffen auf dem Boden. Ansonsten ist das ein ziemlich Mauerball. Nö, das ist tatsächlich der Ball, den sie haben. Das ist bitter. Eine Galil, eine Farmers, zwei Deagle, eine CZ. Das ist ein bisschen zu wenig hier.
so eine aufgestockte Ballrunde abzuwehren. So, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht, wenn man den ersten Frag kriegt, war der Kopf da schon zu sehen. Jetzt, oh, das sitzt nicht. Jetzt aber. Wenn jetzt der zweite noch sitzt, Gepetto und Powerkill, beide bekannt. Oh, schön, um ihn da rauszulocken mit dem Molly. Der musste sogar raushüpfen, das ist bekannt. Und dann kriegt Varian hier auch noch den nächsten Frag. Das gibt's überhaupt nicht. Gepetto mit der CZ. Gerefragt. Das ist jetzt stark, aber über Along gehen sie wieder durch. Da hat es in den letzten Runden gut geklappt. Schöne Position hier eigentlich von Chris. Aber da sieht er nicht die Leute, die er gerne sehen würde, weil die holen ihn gleich von hinten. Oh, schöne Flash für den Teammate hier. Oh, aber er stellt sich ungesehen in diese Ecke. Läuft wieder raus, okay. Und holt nicht beide. Der Bödeb tut gerade so mit 5 HP. Seht ihr, das könnten jetzt die entscheidenden 5 HP sein. Der nächste Spieler kommt von hinten. Es ist bekannt, dass dort in der Ecke einer steht. Ja, und da mit 5 HP ist da nicht viel auszurichten. Eine Farmers und eine Galil sollen es richten für Devil Skull. Der erste sitzt, der zweite. Der erste war gar nicht für Devil Skull. Erst der zweite. So, und jetzt wird es natürlich mehr als nur spannend. Do or die heißt es hier für Pete. 13 HP gegen 100 HP. Bringt er sie hier rein? Ja, er muss es probieren. 10 Sekunden Diffuse. Oh, er hat ihn gesehen. Nein, wenn er es nicht probiert, also er muss es ja eigentlich probieren. Die Zeit reicht nicht. Ah, er hat einen Kit sogar aufgesammelt. Und damit sage ich schon einmal herzlichen Glückwunsch an Exilium Esports. Sie haben das hier gewonnen und wir gehen einmal in die nächste Szene. Genau, das war natürlich alles sehr ärgerlich, aber ich bereite uns hier mal vor, denn unten haben wir schon für ein Fazit zwei Leute, das muss ich gar nicht alleine machen, den Bödeb und den Chris. So, auf geht's. Hallo an euch Hallo. Beide. Moin. Na, was ist erstmal euer Kurzfazit zum Spiel? Also, T-Hälfte war ziemlich weird, weil wir haben, es hat ziemlich viel Schnelles gegen die funktioniert. Mhm. Dann haben sie halt auch Blocks gegen uns gespielt. Oder auf B, was ziemlich gut funktioniert hat, oder auf einmal 3A. Sind wir ganz oft in die Stacks reingelaufen, was eklig war. Und auf CT haben wir halt alle, wir haben nachgezählt, 5 One-on-Ones verloren, also hat einer überlebt. Ja. Dann muss halt irgendwann nochmal, wenn wir die Runde, wenn wir es halt irgendwie hinbekommen, irgendwann mal eine Runde zu finishen, dass wir ins Game reinkommen. Ja. Dann läuft das auch, haben wir nicht geschafft. Tja, ich habe es auch so ein bisschen als Runde des Pechs dann bezeichnet. Ich glaube, beim Stand von 8 zu 8 oder 8 zu 9 habt ihr dann, wie du glaube ich schon sagtest, dreimal am Stück 2-on-1 nicht holen können, weil halt die Spieler irgendwie 10 oder 12 HP hatten, da ist man dann natürlich teilweise auch machtlos. Deswegen an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch Pech dabei, oder? Ich meine, klar, ihr seid ja immer selbstkritisch, wenn ihr da auch sagst, 5 mal 1-on-1 muss man holen, aber wenn das nicht immer geht, ich weiß nicht, wie ihr das denn so seht, also, ist das dann so momentumlastig, dass dann einfach an einem Abend nichts so reingeht, oder? Ja, heute war es ziemlich unlucky. Ich sag mal so, das, klar kannst du 1-on-1 verlieren. Das ist auch, das ist normal einfach. Und wir hatten auch ziemlich oft low, also es war selten, dass wir 1-on-1 blöd verloren haben. Also einfach, dass wir, das 1-on-1 ziemlich schwer für uns war und wir es halt verloren haben. Hm. Und, aber man muss auch dazu sagen, dass wir auf der T-Seite ziemlich gut gedreht hatten, Runden noch. Also wir hatten auf der T-Seite schon Runden, wo wir eigentlich ziemlich gut die X- und X-Situation hatten, also sprich so ein 3 gegen 3 oder 3 gegen 5 haben wir immer richtig losgespielt. Nur auf der T-Seite haben wir es auch wieder gut hinbekommen, aber es hat in dieser letzte Schritt gefehlt. Und klar, wenn du low AP hast, ist es schwer, aber du musst halt irgendwann auch eine Runde gewinnen. So ist halt einfach so. Ja. Aber ansonsten, denke ich gerade aus eurer Sicht, spannendes Spiel, aus dem man sicherlich auch wieder seine Lehren herausziehen kann, oder? Um dann für die 99 Damage Liga den nächsten Spieltag umso besser und weiterhin da souverän anzutreten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das Problem war halt auch einfach, dass wir in diesen Clutch-Situationen einfach, entweder hatten wir ein Eco, also sprich wir hatten manchmal gar keinen Käfer, oder wir hatten halt ziemlich wenig schon, wir waren sehr, sehr oft low. Und es waren immer schlechte Buys von uns. Also wir hatten nie, dass wir auch in Klatsch-Situation unsere Nades ersetzen können. Also sprich, wir waren Low-HP und mussten auf Aim gehen. Und ja, das hat okay. Nicht funktioniert. Und ich würde nicht immer sagen, dass wir sie schlecht ausgespielt haben. Wir haben es einfach, es war schwer und wir haben es nicht gewinnen können. Und da denke ich, ist die Situation eher vorher. Warum kommt es zu dieser Situation? Weil es kann nicht sein, dass wir fünfmal 1-1-1 landen. Wir hatten keine einzige gute CT-Runde, wo wir gut als Team gestanden haben. Was einfach bei uns auf Overpass normalerweise normal ist, dass wir
einfach selten in Clutch-Situationen reinkommen. Mhm. Und hier wurden wir halt immer in Clutch-Situationen reinkommen. Das spricht, wir müssen daraus lernen, warum wurden wir jedes Mal überrannt? Warum haben die auf einmal, warum kommen wir zu diesen Clutch-Situationen? Was okay. haben wir davor falsch gemacht? Okay. Ja, ich beurteile das einfach mal aus der mehr oder weniger außenstehenden Perspektive als sehr selbstkritisch und ja, wie sagt man, vorbildlich, ne? Nur so kann man besser werden und auf jeden Fall interessant so zu hören. Natürlich, man möchte dem Problem mehr oder weniger, das hört sich jetzt so drastisch an, aber natürlich an der Wurzel auf den Grund gehen und nicht nur die Folgen bekämpfen. Von daher, ja, habt ihr noch etwas, was ihr loswerden wollt? Ansonsten würde ich fast schon zu einem Ende kommen. Ja, erstmal auch so unser Seite, danke fürs Casten. Sehr, sehr gerne. Ja. Das ist, hoffen, dass die Zuschauer auch beim nächsten Game wieder einschalten. Habt ihr das? Dass es diesmal anders ausgeht. Das ist ein gutes Stichwort. Nee. Habt ihr schon einen Termin? Also, wir haben noch zwei Easier Games, die alles entscheidend sind. Wenn wir zwei gewinnen, kommen wir mit Glück in die Playoffs. Wenn wir zwei verlieren, also wenn wir eins verlieren, sind wir raus. Okay. Und 99 Damage haben wir bis jetzt noch keinen Termin. Also, wir haben noch kein einziges Termin. Okay. Aber. Ja, von der Tabelle her sieht das auf jeden Fall sehr spannend aus in der 99 Damage Liga. Vor allem, ich habe gesehen, Close Prediction ist nicht angetreten. Ja, das die wurden heute disqualifiziert. Also, unser Gegner ist die und. Die haben zwei also es wurde jetzt gerade aktualisiert. Also, sie haben zweimal nicht angetreten, das spricht, dass sie disqualifiziert wurden. Deswegen das haben wir ist unseren Loss weg. Ja. Okay. Also, das ist hier automatisch, muss, glaube ich, ein Support danach sagen. Auf jeden Fall sind jetzt unsere Losses, die wir am ersten Spieltag haben, weg. Sprich, wir stehen mit einem 4-0 da. Haben jetzt noch zwei Games. Und stehen ziemlich gut. Ja. Okay, kurios auf jeden Fall. Aber nimmt man wahrscheinlich mit. Ich meine, ihr habt euch ja vor allem in der 19. Damage Liga schon als. Starke Truppe bewiesen, dann steht da ja Größerem nichts im Wege. Sollte, denke ich mal, machbar sein. Gut, stimmt, zu eurem Schwesterteam. Habt ihr da noch nachträglich eine Einschätzung? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Da hatten wir ja, also, die haben, das war ein anderes Line-Up, als wir erwartet hatten. Das war die erste Sache. Also, ach so. Okay. Das war, ich weiß nicht, ob sie mit Stanley gespielt haben oder halt nicht. Kann sein, kann nicht sein. Wir hätten sie stärker eingeschätzt von denen. Also wir haben ziemlich gut zusammengespielt als Team und haben auch gute Clutches, wir hatten eine richtig gute Einzelaktion. Mhm. Aber wir haben vor allen Dingen gerade Overpass eigentlich gezeigt, dass wir die Map gut können mit 16-3. Auch richtig stark auf CT angefangen, aber. So habe ich heute den Cast begonnen. Ja. Hab euch da gelobt. Ja, es hat auch auf CT eigentlich mal angefangen. Ja, eben, ne? 4-0 oder so und dann auch ziemlich schnell geantwortet, als die Gegner wieder die ersten Runden gewinnen konnten. Ja, es ist halt ärgerlich. Wir machen B-Rush gegen. Das ist auch ein dummer Call von mir gewesen. Wir machen B-Rush gegen so einen Half-Buy und dann machen sie B-Stack, weil wir ziemlich oft gerne B gegangen sind. Mhm. Was halt. Wo ich halt einmal nicht drüber nachgedacht habe, es war ein Bauchgefühl. Und wenn ich dazu mehr drüber nachdenke und mit Default-Setup spielen, haben wir noch eine Runde. Verlieren halt eine Runde gegen Eco ist auch sowas, was du auf der Seite nicht da machen darfst. Ja, bei der T-Runde hatte ich sogar das Gefühl, dass ihr unten, wenn das jetzt die gleiche ist, an die ich denke, dass ihr da ziemlich schnell rausgekommen seid sogar, ne? Dass dann, ja, wahrscheinlich durch den Stack, den hatte ich jetzt selbst gar nicht gesehen, ja, dass die euch ganz gut abfrühstücken konnten. Da. Ja, es war relativ spät und dann wussten jetzt auch, wo unsere Nades liegen und haben halt genau dann sich auf den Nades, hinter den Nades oder sind durch die Nades oder durch die Smoke durchgegangen. Okay. Und dadurch haben sie halt dann ziemlich. Also, sie haben den Rush zugelassen und als wir auf dem Side crossen wollten, hinter dem Pillar, sind sie halt alle rausgekommen und haben. Wir sind genau ins Crossfire reingelaufen und haben halt überhaupt keine Chance, weil es. Denn auch noch so eine ZMP9 für Russen ist und so halt ärgerlich. Naja, aber zu dem Paradoxics Game auf jeden Fall. War, denke ich, dann eher so das Gegenstück, oder? Gut reingekommen, das Teamspiel hat gesessen, so hatte ich das auch gesehen, gegenseitig immer wieder die Reflex geholt, das Aim hat gesessen, das war rundum schon ein recht schönes Spiel anzuschauen aus der Devil's Guide-Perspektive. Ja, heute, zwei Tage wie heute hat man, es läuft einfach nicht und dann. Ja, wir hatten fünf Anlage-Situationen. Man muss auch ehrlich sagen, wir hatten leider keine Vorbereitung auf dieses Spiel, also weil wir die Woche nicht pracken konnten. Aus Gründen halt einfach, weil wir nicht konnten. Und das beim Paradoxe Game waren wir gut vorbereitet. Mhm. Und denke ich, das wird ein Faktor gespielt haben, warum wir. Weil die Gegner waren nicht gut. Also wir hätten sie heute schlagen müssen. Das geht kein Weg dran vorbei. Also auch es war ein Off-Day, hat man mal. Müssen wir abstellen.
Trotzdem müssen wir den Normalfall den Gegner schlagen. Gerade wenn wir in die Serie Playoffs kommen wollen, ist es ärgerlich, dass man gegen so einen Gegner verliert. Ja, ich glaube, wir haben auch das letzte Mal zusammen Overpass gespielt. Das war sogar bei dem Paradox-Spiel. Game, ja. Also von der Woche. Ja, okay, okay, okay. Also, naja. Na gut, aber cool so zu hören. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Ich hatte gerade noch was anderes im Kopf. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach genau, bin natürlich nicht so, ich sag mal, Interview erfahren. Ne? Ich werde mir mal ein paar schöne Fragen überlegen. Vielleicht ist auch der Felix wieder mit dabei, wenn das jetzt hier öfter stattfindet, damit ich da ein bisschen vorbereiteter bin. Nicht diese Fragen aus der Hüfte, die zielen manchmal nur auf das Gleiche ab. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass ihr immer so ausführliche Einschätzungen gebt. Das erleichtert es mir, als wenn ihr euch jetzt hier hinstellt und sagt, jo, war gut, jo, war scheiße. Das finde ich auf jeden Fall cool. Danke, dass ihr auf jeden Fall hier dabei wart. Danke natürlich auch an die Zuschauer heute wieder fürs Zuschauen. Und dann hoffe ich, dass man sich in einem der nächsten Games wieder sieht. Ne? Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. I know it's a little bit too much for sure. So cold, but we're always coming back for more. Egos in this wicked game, it's all for sure. Oh, I've got you. If we figured out what it's all about, takes a second and then we're back it again. Coaster ride for the triggered minds, but I don't ever want us to stop then. Go ahead, tell them it's my fault for all I care. Just wanna stay close, don't sugar-coated love. Yeah,
stay in bed. I still got the feeling that you're next to me. Stuck in my head. When lights go off, you're everything that I could ever want. Your touch so soft. Not looking for no, oh no. Heaven up, oh, cause I got you. I'm not afraid to die.
my feet.